Junge Freiwillige aus dem fernen Kanada erleben hier ein Inferno. Nicht anders ergeht es den Männern auf der Gegenseite, einer deutschen Eliteeinheit. Tausende Zivilisten werden eingeschlossen, viele von ihnen sterben. Es war eine grausame Schlacht ohne Pause. Tag und Nacht wurde gekämpft. Viele Männer konnten da nicht mithalten. Im Anschluss an die Schlacht von Ortona traten viele Fälle von totaler Erschöpfung auf. Die Männer konnten einfach nicht mehr weiterkämpfen. Warum kam es zur Schlacht um diese mittelalterliche Stadt und ihre Kathedrale, in der sich die Gebeine des Apostel Thomas befinden? Warum wurde Ortona praktisch vollständig zerstört? Warum befahl Hitler, die Stadt um jeden Preis zu halten? Warum interessierte Stalin sich so sehr für ihr Schicksal? Und warum Macht von Ortona das Kommando hatte? Hier kam es zum einzigen Häuserkampf an der gesamten Westfront. Weihnachten 1943 in Italien. Es war ein blutiges Weihnachtsfest. Nicht, warum Ortona so wichtig war. Doch sobald wir uns dort engagiert hatten, mussten wir kämpfen, um die Stadt am Ende einzunehmen. 1939 waren Einheiten der kanadischen Armee zu den britischen Truppen gestoßen. Unter den Freiwilligen waren auch 16-Jährige, die ihr Alter verschwiegen hatten, um dabei sein zu können. Der britische Premier Churchill wollte nicht auf die Landung in der Normandie warten und überzeugte die Alliierten davon, eine zweite Front im Süden Europas zu eröffnen und das vermeintlich schwache Italien anzugreifen. Im Juli 1943, gut ein Jahr vor der Operation D-Day, landeten die 8. britische Armee und die 7. amerikanische Armee auf Sizilien. Der Angriff verlief erfolgreich. Die Insel wurde rasch erobert. Die Kanadier waren an einigen besonders heftigen Gefechten beteiligt. Damals ahnten es diese Männer noch nicht, aber nur wenige Monate später sollten sie erneut den deutschen Truppen gegenüberstehen, und zwar in Ortona. Es war eine tragische Begegnung. Der britische General Montgomery sprach zu den siegreichen Männern. Doch schon bald zeigten sich die inneren Widersprüche des Italienfeldzuges. Anders als die Briten konzentrierten sich die Amerikaner auf die Landung in der Normandie. Und es gab einen persönlichen Konflikt zwischen Montgomery und seinen amerikanischen Amtskollegen, vor allem General Patton und später Mark Clark. Es scheint in der Natur von Generälen zu liegen, dass sie ein starkes Ego haben. Jeder beansprucht die Aufmerksamkeit der Medien für sich. Denn jeder will nicht nur einen Krieg gewinnen, sondern arbeitet auch an seiner eigenen Karriere. Diese beiden kämpften nicht nur um den Aufstieg. Jeder wollte auch derjenige sein, der Rom befreit hatte. Die politische Situation in Italien spitzte sich zu. Am 25. Juli wurde Mussolini entmachtet. Und am 8. September verkündete Marschall Pietro Badoglio einen Waffenstillstand mit den Alliierten. Das Bündnis mit den Deutschen war beendet. König Viktor Emanuel verließ Rom und begab sich in den Süden, weg von den Deutschen, in die Nähe der britisch kontrollierten Zone. Es ist kaum bekannt, dass er in dem kleinen Abruzzenhafen Ortona in See stach. Hinter der Straße von Messina beginnt die langgestreckte italienische Halbinsel. Die Amerikaner zogen am Tyrrhenischen Meer entlang, die Briten die Adriaküste hinauf. Aber dieses Mal wurden sie von Hitler erwartet. Als Kommandeur seiner Streitkräfte in Italien hatte Hitler zunächst Erwin Rommel in Erwägung gezogen, aber dann entschied er sich für Generalfeldmarschall Albert Kesselring. Dessen unheilvolle Strategie lässt sich mit dem Begriff Zentimeterkrieg zusammenfassen. Kesselring setzte auf die Politik der verbrannten Erde.
Bei seinem Rückzug hinterließ er eine zerstörte Infrastruktur, um dem Feind den Vormarsch zu erschweren. An strategischen Punkten errichtete er starke Verteidigungslinien, damit nicht ein Zentimeter des Landes zurückerobert werden konnte. Mitten durch den italienischen Stiefel verlief die sogenannte Gustav-Linie, die sich von Gaeta bis nach Ortona erstreckte. Bis zu diesem Sommer war in der Kleinstadt kaum etwas vom Krieg zu spüren gewesen. Und noch vor kurzer Zeit hatte man die Maggiolata, das traditionelle Maifest, gefeiert. Die Bewohner von Ortona waren optimistisch. Die Alliierten rückten schnell vor. Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass ihr Ort besonders vom Krieg betroffen sein würde. Aber General Montgomery wollte die Gustav-Linie überwinden. Wenn er seinem amerikanischen Rivalen Clark in Rom zuvorkommen wollte, musste er Ortona einnehmen. Damals lag Ortona an der einzigen Straße, die Panzerfahrzeuge benutzen konnten, um nach Pescara und von dort über die Tributina nach Rom zu kommen. Welcher General würde als erster der modernen Geschichte in die ewige Stadt einziehen? Es war ein genialer Plan zur falschen Jahreszeit. Herbstliche Regenfälle verwandelten die kleinen Flüsse im Süden Italiens in unkontrollierbare Naturgewalten und rissen die provisorischen Brücken fort. Beim Versuch, die Flüsse zu überqueren, wurden die Alliierten von deutscher Artillerie und Maschinengewehrfeuer entlang der befestigten Linien unter Beschuss genommen. Ihr Vormarsch geriet ins Stocken und forderte zahlreiche Opfer. Das schlechte Wetter in den Abruzzen half den Deutschen und hinderte die britische Luftwaffe daran, aus der Luft anzugreifen. Waren die Alliierten darauf vorbereitet? Sie wussten, dass es im November und Dezember regnerisch werden konnte. Doch wegen Italiens Image als sonniges Land rechneten sie nicht mit so viel Regen. Als sie den Verteidigern auf der Adria-Seite gegenüberstanden, verfügten sie nicht einmal über Wetterdaten. 1943 erlebte Italien einen der schlimmsten Winter seit langem. Es goss in Strömen und sie hatten keine Vorstellung davon, wie schlimm der Schlamm sein konnte. Eigentlich hätten sie das gebraucht, was die Kanadier Schneeschuhe nennen. Etwas, das sie unter ihre Stiefel ziehen konnten. Die Karten des Kriegsministeriums enthüllen noch ein Gebiet, auf dem die Briten unvorbereitet waren, trotz der bunten Farben. Diese deutsche Truppenkarte der Gegend um Ortona zeigt sehr detailliert die Besiedlung, die Infrastruktur, sämtliche geophysikalischen Besonderheiten und sogar kleine Bauernhöfe. Die Deutschen kannten das Kampfgebiet besser als die Alliierten. Allein der Maßstab der Truppenkarte zeigt, dass sie wesentlich genauer ist als die britischen Karten. Anfang November rückte der Krieg in Ortona näher. Die Deutschen ordneten die Evakuierung an und bereiteten sich auf die Verteidigung der Stadt vor. Plötzlich war die Gefahr ganz nah. Viele Menschen flohen aufs Land, obwohl sie dort nicht wirklich sicher waren. Viele widersetzten sich auch dem Evakuierungsbefehl und versteckten sich in den Kellern ihrer Häuser. Auch Saverio Albanese blieb in der Stadt. 1943 blieb ich in Ortona. Meine ganze Familie war schon fort. Aber mein Großvater lebte dort. Er war 98 Jahre alt. Mit der Eroberung von Ortona sollte nicht nur die Gustav-Linie durchbrochen werden. Die Briten wollten auch den Hafen, um Nachschub und Verstärkung anzulanden. Doch dieses Luftbild, aufgenommen am 30. November 1943, liefert den Beweis, dass der Hafen kein hinlänglicher Grund für einen Angriff war. Denn die Mole war bereits zerstört worden von deutschen Pionieren. Inzwischen fragte man sich in Moskau, was den Vormarsch der Alliierten aufhielt. Stalin klagte, durch den langsamen Fortgang des Italienfeldzuges würden nicht genügend deutsche Truppen vom Krieg an der Ostfront ferngehalten. Sobald das Wetter es zuließ, begann die Abruzzenoffensive aufs Neue mit schweren Luftangriffen. Schließlich zogen sich die Deutschen hinter den Fluss Sangro und dann hinter den Muro zurück,
jedoch erst nach erbitterten Kämpfen um jeden Zentimeter Boden. Es war ein Massaker auf beiden Seiten. Die Schlacht um Ortona hatte begonnen. Am 3. Dezember ging das Bombardement los. An dem Abend fing es an. Diese Aufgabe übernahmen die kanadischen Truppen. Die Artillerie versetzte die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Der Himmel hing voller Rauchsäulen. Ein kanadischer Radioreporter berichtete: That attack is going in. The guns are shooting again. I'd better take the mic outside. Um die Straße nach Ortona zu kontrollieren, mussten die Alliierten zuerst das Gutshaus Berardi einnehmen. General Chris Vokes kommandierte die 1. Division der Kanadier. Er entschied, die Infanterie in einen blutigen Frontalangriff zu schicken, unterstützt von andauernden Bombardements. Die Bewohner des Gutshauses standen plötzlich unter Feuer. Fernando Berardi war damals 10 Jahre alt. Wir alle flüchteten uns in den Stall, zusammen mit den Landarbeitern. Und am nächsten Tag setzte ein fürchterliches Bombardement ein. Rauch kam in den Stall, viel Rauch. Es war schrecklich. Ich weiß noch, wie ich mich an meinen Vater klammerte und schrie: Ich will hier weg, ich will hier nicht bleiben. Angeführt wurde der Überraschungsangriff von Hauptmann Paul Triquet. Er hatte seine Männer hinter die deutschen Stellungen geführt und das Gutshaus erobert. In London verlieh König George VI. Ihm später als erstem Kanadier das Victoria-Kreuz. Die Schlacht ging weiter. Die Felder waren mit Toten übersät und viele Soldaten standen unter Schock. Eine Patrouille der Kanadier kam auf den Hof, wo sich die Familie D'Adamo versteckte. Sofort entdeckten sie einen Mann in einem schwarzen Hemd, den Vater dieses Jungen. Er wurde sofort ergriffen und an die Wand gestellt. Denn die alliierten Soldaten hielten ihn für einen Faschisten. In Wirklichkeit trug er das schwarze Hemd als Zeichen der Trauer, denn seine junge Frau war 2 Jahre zuvor gestorben. Das Kind, das schon seine Mutter verloren hatte, sollte nun mit ansehen, wie sein Vater erschossen wurde. Meine Großmutter, mein Großvater und mein Onkel, die bei uns lebten, erfassten sofort den Ernst der Lage. Denn die Soldaten hielten ihre Maschinengewehre bereit und wollten ihn auf der Stelle erschießen. Sie fingen an zu schreien, zu bitten. Sie flehten diese jungen alliierten Soldaten an. Die Soldaten waren unerbittlich. Tommaso D'Adamo wurde mit dem Rücken an die Wand gestellt. Dann wagte die Großmutter einen verzweifelten Versuch. Meine Großmutter zog den Mann, der am entschlossensten schien, meinen Vater zu erschießen, ins Schlafzimmer und zeigte ihm eine Fotografie meiner Mutter in einer Vitrine. Die Vitrine war immer noch voller Blumen, immer noch beleuchtet in Erinnerung an die Tote. Und der Soldat ließ sich endlich davon überzeugen, dass jemand gestorben war und dass mein Vater